Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sport. Heute sind wir auf der Enduro Boxer Tour 2023 im Kosovo. Mit dabei ein alter Bekannter, der Jörg, mit dem ich seit 2013 Urlaub unternehme und seit 2018 machen wir da vieles exklusiv zusammen. Ja, Jörg, wo sind wir gerade? Wie du schon sagtest, im Kosovo, in der Stadt Peja oder außerhalb von Peja. Wir haben gut gegessen. Peja liegt in der Nähe von Istnitz, was ungefähr 10 Kilometer weg ist von hier, wo unser Biwak ist. Aber es ist nicht wirklich ein Biwak, sondern da steht nur unser Gerätschaft, Anhänger und Fahrzeug. Und wir fahren jetzt die nächsten paar Tage hier durch die Berge. Ja, unsere Tagesetappe, die waren vielleicht 50 Kilometer, ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall gelangt, um müde zu sein, solche Auffahrten, solche Abfahrten. Selbst die Bremse hat versagt zwischendurch. Liegt nicht nur am Gerät, das liegt wirklich daran, dass es so steil ist da draußen. Wir sind aber nicht ganz so exklusiv. Wir haben noch einen mit dabei. Den wollen wir euch nicht vorenthalten. Der übergibt mir jetzt mal. Wie machen wir es? Wir machen einen kurzen Schnitt. Ja. Mit dabei ist der Vincent. Servus. Der auch auf einer SWT unterwegs ist. Was hast du vor? Warum bist du da? Ich habe mir ein Jahr Zeit genommen und wollte ein bisschen umherreisen. Und jetzt hat sich das durch Zufall ergeben, dass ich gerade auch in der Umgebung war und ich auch noch ein paar Teile gebraucht habe. Also bis jetzt noch nicht, aber eventuell brauche ich sie. Und jetzt habe ich die Ehre und darf hier ein paar Tage mit euch mitfahren. Ist das eine Ehre? Ich glaube schon, keine Ahnung. Bis jetzt ist super. Also heute Morgen mein Gasdruck repariert, alleine hätte ich wahrscheinlich wieder Probleme gehabt. Das war schon mal hilfreich. Na gut, das ist mal Tagesgeschäft. Ja. Wichtig ist, wir schmarrn da in die Kamera zum Jörg, der will uns zuhören, das ist unser Publikum. Ein Jahr, wirklich 365 Tage willst du losfahren? Jawohl, so ist mal der Plan. Ich habe mich so gefragt, wie machst du das? Hast du so viel Bargeld dabei? Ich nenne jetzt keine Zahl, aber hast du so viel Bargeld dabei, dass es ein Jahr langt oder holst du das immer wieder von der Bank? Nee, ich hole das immer von der Bank. Also ich habe jetzt für den Anfang ein bisschen was dabei, auch nicht zu viel. Hier geht auch noch relativ viel mit Karte. Größere Beträge zum Beispiel beim Tanken mache ich dann mit der Karte. Und ansonsten ist es eigentlich auch kein Problem, Geld abzuheben. Wie hast du es mit deiner Arbeit gemacht? Du bist ja schon berufstätig gewesen. Hast du da jetzt einfach aufgehört, ein Jahr Urlaub genommen, gekündigt oder wie? Genau, ich habe meinen Job gekündigt. Aber ja, ich habe die Möglichkeit, dort wieder anzufangen. Ich wollte aber kein fixes Datum, wo ich da wieder sein muss. Und ich weiß auch nicht, was in einem Jahr passiert. Vielleicht habe ich bis dahin noch keine Lust mehr zu arbeiten. Also, halt's mir offen. Für euch da draußen, ich bin ja Arbeitnehmer und Arbeitgeber zugleich. Und ich glaube, jemand, der, also ich denke, oder ich bin mir sicher, jemand, der sich vorstellt, der ein Jahr gereist ist und will wieder einsteigen und hat dieses ganze Wissen und dieses ganze Feeling bekommen, was auf der Welt los ist und wie man vorwärts kommt. So ein Mensch ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man ihn in seinem Betrieb hat. Glaube ich jetzt mal, ne? Was ist dein Ziel? Ich meine, jetzt sind wir Deutschland gewesen, wir sind den gleichen Weg wie du runtergefahren oder circa, aber wo willst du jetzt noch hin? Ich möchte jetzt weiter von hier Nordmazedonien durch, dann Griechenland und in die Türkei. Das ist jetzt so der Plan momentan. Und das größere Ziel, sage ich mal, ist Australien. Wie genau, welche Länder und wie lange ich für jedes Land brauche, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann schauen, auch je nachdem, wie die Lage ist, politisch und Visum. Und auf was reist du da jetzt? Ich reise auf der schwarzen SWT Nummer 100. 34 ist es, glaube ich. Die blende ich dann einfach ein. Genau. Ja, ich weiß gut. Nicht genau. Die ich mir eigentlich mehr oder weniger schon dafür aufgebaut habe. Und jetzt auf der Bosnia Rallye ausgiebig getestet habe. Und ja. Ja, aber du bist doch eigentlich 1100 GS-Fahrer gewesen, als ich dich kennengelernt habe. Warum nimmst du jetzt so einen alten Scheiterhaufen? Weil die Technik einfacher ist und weil ich sie selber reparieren kann. Also ich habe sie selbst aufgebaut. Ich kenne mich jetzt mittlerweile mit der Materie relativ gut aus, würde ich sagen. Und dementsprechend fühle ich mich sicherer mit so einem Moped. Und der Vorteil bei dem Motorrad ist, was wir jetzt heute auch gemerkt haben, die fährt halt die Sachen einfach hoch und runter, wo man am Anfang denkt, oh, das ist schon zu viel oder zu anspruchsvoll. Und die Wege hier teilweise hören manchmal einfach auf. Ich hatte es auch auf der Reise hierher schon. Teerwege hören auf, werden Feldwege und Feldwege werden einfach irgendwelche Pisten. Und das ist einfach super mit so einem Motorrad. Das ist dann kein Hindernis eigentlich.
Aber wir müssen da draußen wirklich auf Sach, also so ein Vierventiler lässt sich besser fahren, besser schalten, braucht weniger Sprit, viel weniger Sprit. Ja. Also es ist wirklich nur die einfache Technik, die das ausmacht und deswegen auch dieses Gespann. Das wollte ich mal machen mit so einem alten Zweiventilboxer Gespann, das schlechter bremst, weniger Leistung hat, aber mehr Drehmoment fühlt. Damit einfach mal reißen, wie das ist, und das ist wirklich Arbeit. Der Jörg kann es bestätigen. Na Jörg? Jawohl. Arbeit anstrengend, aber es hat dafür was. Es gibt einem was zurück und wir haben so langsam haben wir Gelände noch nie erlebt. Und wenn wir auf den 690ern unterwegs gewesen wären, wir durchgeblasen oder wir haben die HP2 und die Grüne auch im Petto, aber das wäre jetzt mehr so Autobahn gewesen. Und es sorgt für Spannung zwischen Fahrer und Beifahrer und andersherum. Also ich weiß nicht, wie man es versteht, also Spannung zwischen Fahrer und Beifahrer. Aber das ist ganz normal auf so einem Ding, weil beide können sehr viel auslösen. Wenn man zu weit rechts oder zu weit links geht. Und wir sind nicht auf der Panoramastraße an sich gewesen, sondern wir waren auf der Panoramastraße mit Absturzgarantie. Das darf man nicht vergessen. Es ging schon weit runter. Du hast von hinten gesehen, ne? Ja, es sah schon wild aus. Das Rad war öfters mal am Abhang. Ja. Und wir hängen doch an unserem Leben. Ja, ich finde es total cool, dass du dabei bist. Also war ja gar nicht so geplant. Das war ja nur, um Teile auszuliefern. Ja, muss man sagen. Ja. Und ich finde es auch total toll, dass der Jörg dabei ist. Wir haben jetzt eine ganz coole Reise bis hierher schon erlebt und haben viele Stopps gehabt, zu viele. Und haben jetzt eigentlich nur 1,5 Tage Fahrzeit gehabt. Wir werden es schaffen, einiges kaputt zu machen in der Zeit. Und ich denke, dass wir nächste Woche nochmal so ein Video raushauen und da werdet ihr mehr sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke Jörg, dass er mit mir das so der Fahrt durchhält. Ich muss ihn loben, der fährt echt gut, ne? Wirklich, macht er gut. Doch, jetzt streckt er mir wenn die Zunge raus. Genau, wenn ich jetzt euch zeigen würde, wie ich gucke. Er fährt saugut, doch. Ich würde mich bei anderen ja nicht neben hinstellen, aber das ist ja ganz klar. Also, weil das tut man sich nicht an, wenn man weiß, was auf einen zukommen kann. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. In Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok gibt es überall Bilder zu sehen. Liked es, schaut euch es an, shared es und macht auch immer was mit. Ich weiß es nicht. Bis bald, euer Manuel Schad von SRD Sports.